Guten Morgen, meine Lieben. So, ich habe jetzt heute Morgen geguckt, was habe ich im Kühlschrank, weil ihr wisst ja, sonntags backe ich immer Brot. Was habe ich im Kühlschrank, was weg muss? Ja, und daraus habe ich mir verschiedene Sachen zusammengewogen und habe geguckt, okay, ich hatte noch angebrochene Buttermilch, angebrochenen Naturjoghurt und habe mir jetzt aufgeschrieben, damit ich euch nachher das Rezept natürlich auch aufschreiben kann, was ich hier alles zusammengestellt habe. Ich zeige es euch mal. Und zwar habe ich hier stehen, auf meinem schlauen Zettel auch, oder kann ich auch so vorlesen, ihr seht es ja nachher auch nochmal im Rezept. Und zwar nehmen wir gleich 10 Gramm frische Hefe, dann hatte ich wie gesagt noch einen Rest Buttermilch, 180 Gramm, die habe ich aufgefüllt mit 140 Gramm Milch, die ich auch noch im Kühlschrank hatte. Dann hatte ich auch noch angebrochenen Naturjoghurt, 85 Gramm. Dann habe ich jetzt hier 350 Gramm Dinkelmehl 630er Typ und 150 Gramm Roggenmehl 1150er. Darauf findet ihr noch Backmalz in guten Teelöffel. Auch der ist jetzt alle, den muss ich gleich neu ansetzen. Dann habe ich noch einen Teelöffel Trockensauerteig genommen und 1,5 Teelöffel Salz. Ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, wir mögen ja immer gerne Kerne. Und deswegen habe ich jetzt hier noch 20, seht ihr, Kürbiskerne, 20 Gramm Kürbiskerne und 20 Gramm Sonnenblumenkerne. Daraus werde ich jetzt ein Brot kredenzen und hoffe, dass es auch schmeckt. Nee, ich bin mir eigentlich sicher, dass es schmeckt. Und ihr seid dabei. Also als erstes möchte ich jetzt die Buttermilch mit der Hefe und dem Naturjoghurt erhitzen. Gebe ich jetzt in den Topf. Naturjoghurt habe ich noch gehabt. So könnt ihr oft einfach das, was noch im Kühlschrank ist, was weg muss, kreiert daraus einfach ein Brot oder ein Hauptgericht oder irgendwas. So, dann gebe ich die 10 Gramm frische Hefe, die brösel ich da rein. Und dann gebe ich noch ein bisschen Honig. So, Pi mal Daumen, einen Teelöffel. So, ihr seht das gar nicht, ne? So seht ihr das. Dazu. So, das erwärme ich jetzt mal auf 37 Grad, Stufe 1. Na, man sollte auch die Zeit bestätigen. Und ich denke mal, weil das alles kalt auf dem Kühlschrank ist, mache ich mal 3 Minuten. Und dann hole ich euch gleich wieder dazu. Bis gleich. So, ihr Lieben, dann bin ich wieder. 3 Minuten sind um. Jetzt gebe ich die restlichen Zutaten dazu. Also das Mehl, Backmalz, Salz, Trockensauerteig, das gebe ich jetzt dazu. Und auch meine Kürbiskerne und meine Sonnenblumenkerne gebe ich direkt dazu. Und das Ganze hebe ich jetzt erstmal auf Minimum unter, bis sich das schön, ja, alles zum Teig vermengt hat. Und dann lasse ich die ganze Geschichte, keine Ahnung, 4 Minuten auf Stufe 1 kneten. Wenn es fertig ist, hole ich euch wieder dazu. So, fertig mit Teig kneten. Wunderbar, sieht der schon mal aus. Nicht zu trocken, gar nichts. Schaut mal, so sieht der Teig jetzt aus. Den fülle ich mir jetzt um in die große Nixe und dann lasse ich den mal eine Stunde ungefähr gehen und guck mal, wie der aufgegangen ist. Und dann werden wir das nachher mal abbacken. Und dann schauen wir mal, ob das Brot was geworden ist. Einen Namen habe ich noch nicht. Muss ich mir noch was einfallen lassen. Ah, da wird mir schon was einfallen. So, da kommt der Deckel jetzt drauf. Dann kann das erstmal schön gehen. So sieht er jetzt aus und ich gucke gleich,
immer von der Seite. Wie gesagt, ich denke mal eine Stunde lasse ich den jetzt ruhen oder gehen, nicht ruhen. Und dann schauen wir mal. In der Zwischenzeit möchte ich auch noch ist ja heute Sonntag, ne? Einen Kuchen kreieren. Da bin ich noch gerade am Zusammenstellen, wie ich was mache. Da hole ich euch natürlich gleich auch wieder dazu. Und natürlich auch beim Brot. Bis gleich, meine Lieben. So, ihr Lieben. So, den Brotteig habe ich jetzt eine Stunde gehen lassen und werde den jetzt weiterverarbeiten, werde den jetzt falten und dann hoffe ich, dass das Brot gelingt. Dann haben wir wieder ein neues Brotrezept. So, ich stelle mal die Kamera runter. Ich habe mir die Teigunterlage schon hier hingelegt, habe die leicht bemehlt und mein Brot ist richtig schön aufgegangen. Und so sieht er jetzt aus und den werde ich jetzt ein bisschen falten. Den Backofen heize ich gerade vor, beziehungsweise drehe den nur höher. Ich habe ja gerade Kuchen gebacken und drehe den jetzt nur ein bisschen höher auf 230 Grad und dann kommt da gleich das Brot rein. So. So, der klebt jetzt ein bisschen mehr. Klar, ist Joghurt, Buttermilch und alles drin, aber gerade die Brote sind in der Regel richtig, richtig lecker. Also lohnt es sich auch, man müsste einfach ein bisschen mehr Mehl dann dazugeben, wenn es zu sehr kleben sollte. Geht aber. Geht aber. Ich schlage den einfach ein paar Mal über, drücke die Luft raus und dann bringen wir das Brot gleich schön auf Spannung, damit wir eine schöne Kugel haben. Das Schöne ist, der hat richtig schön die Kürbiskerne und die Sonnenblumenkerne untergeknetet. Die sind noch ganz und nicht kaputt. Wenn ihr mit dem Thermomix arbeitet, dann solltet ihr die zuletzt runterheben, weil sonst macht er euch ja leider die Kerne klein. Aber ich schreibe euch das natürlich dazu für die Leute, die den Teig mit dem Thermomix machen. Das Brot werde ich in der kleinen Lilly, also im kleinen Zaubermeister, backen. Den habe ich schon ein bisschen befettet und bemehlt. Und jetzt werde ich die Kugel noch auf Spannung bringen. Ich bemehle also meine Hände. Zieht ihr von oben nach unten den Teig zusammen, damit er sich richtig schön spannt. Ihr seht das, ja. Dann sieht man eigentlich auch schon, wie die Körner sich da hochdrücken. Damit der Teig richtig schön auf Spannung ist. Dann kommt er in die Form. Dann geben wir noch mal ein bisschen Mehl von oben, damit wir nachher das Eingeritzte, wir wollen ja auch ein schönes Muster reinritzen. Also wenn das nicht einschneidet, ist nicht schlimm, dann platzt das Brot auf und dann habt ihr halt immer ein unterschiedliches Muster. So, so kommt der Teigling jetzt im Backofen. Ich werde das eine Stunde backen und wenn die Stunde um ist, hole ich euch dazu und dann schneiden wir es mal an und probieren das natürlich. Bis gleich! Hallo meine Lieben! So, ich habe jetzt das Brot eine Stunde gebacken und rausgeholt. Jetzt schauen wir doch mal, wie das geworden ist und vor allen Dingen, wie das schmeckt. Oh. Schaut mal. Oh. Da geht doch mein Herz auf. Testen, ob es durchgebacken ist. Ja. Schaut mal, so wunderbar sieht das tolle Brot jetzt aus. Jetzt schneide ich das mal an und dann schauen wir mal, ob das schmeckt. Ich komme mal näher zu euch ran. Und dann müssen wir ja den Test machen bei dem neuen Brot, ne? Und dann muss ich mir irgendwie noch einen Namen überlegen, wie ich das nenne.
Boah, eine Hammerkruste. Boah, riecht das lecker. Schaut mal. Boah. Ich werde testen. Für euch. Und für mich. Boah, so heiß, das kann man gar nicht dann anbeißen. Boah, was eine Kruste. Richtig, richtig gut. Restetest gelungen. Ein super Brot. Werde ich das gleich mal ins Reine schreiben, damit ihr das nachbacken könnt. Das ist wirklich, wirklich lecker. Und eine richtig klasse Kruste. So liebe ich das. Schön dunkel. Wie gesagt, wenn ihr das natürlich nicht so dunkel mögt, einfach dann 2, 3, 4 Minuten vorher rausholen. Aber wir lieben das so. Das riecht auch richtig klasse. Und ihr seht auch da die Kürbiskerne. Die Sonnenblumenkerne. Wirklich lecker. Jetzt testen wir noch meinen neuen Orangen. Ich glaube, ich nenne den Orangenkuchen. Weil ist ja Orangensaft drin und so. Den werde ich jetzt auch noch testen. Und dann ist der Sonntag gerettet. Obwohl, heute Abend gibt es auch wieder leckere Sachen. Ja, ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß. Wie gesagt, ich schreibe euch das Rezept. Ihr wisst, ihr findet mich auf Facebook. Ich habe mittlerweile den Blog, wo mein Mann die Rezepte auch als PDF hochlädt. Den findet ihr auch unter judith-koch-und-backleckereien.de. Da könnt ihr euch die Sachen dann als PDF runterladen. Ihr könnt mich für Shows buchen, dann komme ich zu euch, schreibt mich einfach an. Oder wenn ihr sagt, Judith, mach doch mal das und das Rezept, auch das werde ich dann versuchen hinzubekommen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich hatte Spaß und freue mich vor allen Dingen jetzt auf ein neues Brot. Und ja, wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Bis bald, ihr Lieben. Tschüss.